Die Geschichte der Heli-Mission begann 1971 mit dem weltweit ersten Überflug eines Helikopters über die Sahara mit Ziel Kamerun. Der Gründer, Pastor und Evangelist Ernst Tanner, folgte dem Ruf Gottes und brachte Hoffnung ins ferne Afrika. Helikopter erwiesen sich seit ihrer Erfindung als nützliche und effiziente Transportmittel. Die Heli-Mission steht weltweit für die Katastrophenhilfe zur Verfügung und arbeitet mit internationalen und lokalen Partnern zusammen. Die Hauptbasis von Heli-Mission befindet sich im appenzellischen Drogen in der Schweiz. Die Flotte zählt aktuell 7 Helikopter mit Basen in Papua, Sulawesi und Madagaskar. Weitere Einsatzgebiete in Nordindien und Brasilien sind in Vorbereitung. Für diese wertvolle Arbeit sucht Heli-Mission berufene Personen, die sich als Mechaniker und Piloten ausbilden und das Abenteuer wagen, sich von Gott aussenden zu lassen. Der Prozess ist anspruchsvoll und benötigt eine intensive Vorbereitungs- sowie Ausbildungszeit. Viele unserer Mitarbeiter berichten jedoch von unschätzbaren Begegnungen mit dankbaren Menschen, denen geholfen werden konnte. Ebenso wichtig ist die Unterstützung durch Menschen, die für die Heli-Mission beten und sie finanziell unterstützen. Bist du bereit für dein Abenteuer?